Willkommen zurück zu Ochsenmüsse Stern 2. Willkommen zurück, auf geht's, Welle 15. Der nächste okay. Goldesel gilt geschlachtet zu werden. Was, ein Goldesel? Gibt doch gar keine goldenen Esel. Nicht? Ich dachte schon. Nicht, dass ich sie kennen würde. Der Unterricht ist beendet. Ich hoffe nur, wir schaffen das hier. Ah, hier spawnen gar keine. Die spawnen, glaube ich, gar nicht gleichzeitig die Türen. Noch nicht. Ich weiß nicht. Also, die Map wäre, glaube ich, auch zu unfair. Stell dir mal vor, du hast eine Strategie ohne Barrikaden. Das wäre dann zwar eine schlechte Strategie, aber... Jetzt denke ich mir auch so, wer hat eine Strategie ohne Barrikaden auf der Map? Jemand, der Lust hat, alle vier Eingänge zu verteidigen, direkt um den Spalt rum zu hüpfen wie ein Verrückter und es dann trotzdem nicht zu schaffen. So stelle ich mir das gerade vor. Und naja, wenn es eine Herausforderung gibt, die sagt keine Barrikaden, dann bist du dazu gezwungen. Aber ansonsten, nee. Ich spiele doch nicht zum Spaß, ich spiele zum Gewinn. Also brauchen wir Barrikaden, so einfach ist das. Also wer sich selbst dazu zwingt, der ist ja selber schuld, würde ich sagen. Oh hi, bist du auch hier? Ah ja, steh da. Die Steine wollen irgendwie anfangen. Meine Pilze stößen. Ja, kannst du dafür sorgen, auch weiterzugehen. So kann ich das Fenster nicht zumachen, beziehungsweise aufmachen. Das sind jetzt alles unsere. Ja, das sind jetzt alles unsere Steine. Früher sagen können, dass ich vielleicht mal zurücklaufen sollte oder so. Ich habe nicht gedacht, dass ich so weit komme. Tja, siehst du mal, wir sind jetzt schon kurz vorm Game Over. Ja. Ich würde sagen, du baust dir ab und neu. Scheiß auf Steine. Vor allem der Große ist gefährlich, der könnte platzen. Und ersetzt die zwei Schwefel hier, die ersten, und bau da auch Pilze, wenn du es dir leisten kannst. Perfekt. Hat nur einer gereicht, kann ich mir Schwefel hinstellen. Oh, okay. Na gut, ja. Mir fällt mir gerade auch nicht ein. Einfach weiter und hoffen, dass... Habe ich hier jetzt eigentlich alle Wände gefährlich gemacht? Gefährlich? Okay, die war... Ich habe gesagt, fertig gemacht. Okay, gut, hier stehen noch ein paar freie Wände, aber ob die jetzt so necessary sind. Jetzt kommen wieder von da oben ein paar. Kommt hier meine Gegner? Von meiner Seite kommen ein Haufen Bogenschützen. Oh nein, ich kann nicht allen 8 ausweichen. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Nein. Ich bin nicht melodramatisch. Nicht? Und auch nicht irgendwie anders. Ach nee, ernsthafte Klopen, Mann. Versteckt hier. Hinter den Spalt und ess wieder ein Stück Lebkuchen. Lava ist so schön. Ich hatte heute einen recht angenehmen Wochenausklang. Muss ich sagen. Was ist denn ein Wochenausklang? Pass übrigens auf, da fliegen überall so Kugeln. Wenn die Woche endet. Oh scheiße, wie viele von denen? Ich hab gesagt, da fliegen überall so Kugeln. Mach was, mach den Rechtsklick. Ach, nicht, dass wir mit in der Barrikade anschießen. Also, ach, das würde so nicht sehen. So viele Fallen und so viele Opfer. So, mein Geld. Als ob ich dich das einsammeln lasse. Ich habe mein Geld schon eingesammelt. Ah, okay. Was ist das für eine neue Teufelei? Ich habe eine Mikrosekunde zu spät E gedrückt. Wir könnten uns nachher überlegen, ob ich das hier mit Barrikaden zubaue, damit die hier quasi einmal im Kreis laufen. Dann können wir vielleicht ein paar mehr Pilze nutzen. Allerdings, wenn die dann später das Kämpfen anfangen, dann nützt uns das auch nichts. Dann sind die Barrikaden auch am Arsch. Oh, da kommen Sprengärsche. Ich hoffe, wir haben genug Feuer. Ich schieße es selber ab. So, wie viele waren das jetzt? Das ist immer noch das Sicherste. Du bist verletzt. Oh ja, aua. Jetzt mache ich ja lieber nicht. Du hast gesagt, Nova nimmt auf. Also, ja, wieso? Was nimmst du denn auf? Ja, schaust du nicht ihre Videos? Weißt du nicht, was aktuell auf dem Kanal läuft? Jedenfalls nichts, das auf Steam ist. Ja, PlayStation. Also ist sie Konsolenplayer, okay.
Das ist ja nicht umsonst das Elgato-Ding. Eigentlich könnten die Gegner genau hier drauf springen. Ja, Google halt. Die hüpfen da jetzt nicht runter. Ja, warte, ich google schnell. War ein Scherz, sonst können wir nicht weiterspielen. Ist dir das aufgefallen? Warum denn nicht? Achso. Ich hab grad Alt getappt. Hast du nicht Pause gehabt? Nee. Aber du kannst ja Shift-Tab machen. Da ist ja auch Google drin. Um Himmels Willen. Als ob ich mich da jetzt durchquäle. Hey, was denn? Ich mach aber deinen Chat jetzt mal zu. Dann brauche ich nicht mehr meine Notizen für Welle 1. Oh shit, was macht ihr denn hier hinter mir? Rennen die Knolle rüber. Oh! Kommt einer von hinter mir auch noch? Sie wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Aber bisher ist es doch noch ganz angenehm. Außer die, da kommen nochmal 4 Knolle. Ich lock die mal in die Pilze, wenn sie soweit überleben. Kommt zu mir, Leute. Der eine schafft's vielleicht. Schafft er es? Nein, tot. Naja, was soll's. Stipp. Brauchen auch nicht überleben. Aber ehrlich, ich möchte jetzt echt mal mit Oxmaster 2 fertig werden, weil ich so richtig Lust habe, mit dir mal anstehen zu spielen. Vor allem dann die High-Level-Sachen. Und je früher wir anfangen, desto schneller kannst du endlich anfangen, dir den Tagesbonus jeden Tag zu holen. Jeden Tag einloggen. Du musst ja nicht mal die Quest machen, wobei das natürlich sinnvoll wäre, jeden Tag die Quest zu machen. Übrigens, was halt saugeil ist, ich bin ja jetzt Level 40 und habe Spaltlord freigeschalten. Das hat den Vorteil, dass meine täglichen Quests jetzt natürlich Spaltlord-Ton ausspucken. Die Spaltlord-Level habe ich noch gar nicht versucht, weil ich die sowieso nicht schaffen würde wahrscheinlich. Also ist das jetzt so meine Möglichkeit, quasi über die Daily Quests die Kisten zu bekommen, so dass ich auch die Spaltlord Items freischalten kann. Irgendwann mal. Die mir bisher verwehrt waren. Ich habe eine neue Falle habe ich schon gekriegt. Also es passiert. Ah ja, okay. Ganz wie eine gute alte ist nicht unmöglich. Hast du immer noch so viel Geld? Du hast jetzt alles da in Wände investiert. Ich muss mir die Map mal angucken, was du da treibst. Die Wände sind noch nicht so ganz fertig. Du baust überall Wände, Wahnsinn. Also die ganze Reihe an Wände habe ich auf einmal gebaut. Oh Gott. Da war sie da. Du kannst gerne irgendwo eine Reihe Schwefel reinsetzen oder so. So, ist das jetzt hier voll? Ja, jetzt ist der ganze Korridor voll. Weißt du was? Du kannst ja hier Schwefel setzen, wenn du Kohle hast. In dem Bereich, den ich hier gerade zeige. Oh, es sind nur Knolle, bist ja gar nicht du. Die waren aber sehr interessiert. Okay, aus der Hand kommt gar keiner raus, kann ich kein Geld farmen. Ich brauche ein Upgrade für meinen Humor. Der ist ziemlich schlecht, das weißt du ja. Du bist der Einzige, der einigermaßen... Ja gut, war, wobei meine Mutter lacht auch manchmal, mein Stiefvater auch, es kommt drauf an. Aber mein Game-Humor ist ziemlich schlecht, kann es sein. Da lachst immerhin nur du. Ich habe noch keinen Zuschauer lachen hören. Das geht auch nicht. Doch, wenn er ganz fett hahaha in den Kommentar schreibt. So mit Zeitstempel und so. Oder er schreibt 5.11. Hier musste ich ganz laut roffeln. Roffelkopter. Roffelmau. Roffelmau. Nee, was schreibt man? Keine Ahnung. Roffel kennst du doch, oder? Oder kennst du nur LOL? Ich wusste nie, was es bedeutet. In der 6. Klasse hatte ich einen, der hat nicht gelacht, der hat LOL geschrien, wenn er was lustig fand. Der konnte nicht lachen. Oder ihm war seine Lache peinlich. Eins von beiden. Fand ich jedenfalls witzig. Du weißt nicht, was Roffel bedeutet. Ah! Irgendwas von wegen lachend auf dem Boden rollen. Übersetzt. Und ein Roffelkopter ist der Helikopter von Corki aus League of Legends. Der heißt wirklich R.O.F.L.Copter. Habe ich nicht erfunden. Aber natürlich haben die das nur deswegen so genannt. Kommt ein Erdfürst gelaufen. Da läuft der Erdfürst. Jetzt ist er klein. Können wir diese kleinen Wichte mal erklären, wie die jemanden beleben können, den ich in die Wand der Leere geschmissen habe? Du hast noch eine Wand irgendwo? Ja. Das ist meine Privatwand. Ach, da holst du Kohle her. Ich muss mir anschauen, wo du bist. Ich finde das heraus. Ah ja.
Oh, aber das hier ist interessanter, der ist 1000 wert. Was soll ich denn noch Pilzen bauen? Bringt das überhaupt was, wenn ich den Kreis hier noch weitermache? Ich denke nicht. Hast du viel Geld? 2000. Wir hatten keine Deckenfalle, gell? Aber ich kann ja noch ein bisschen weiter mein Siebenwändchen hier. Dann komm mal zu mir, weil hier habe ich dir gezeigt, wo du bitte Schwefel baust. Angiften. Das ist, glaube ich. Okay, jetzt sind Geld alle. Irgendwo lebt noch einer. Ergiften. Ja, da steht so ein Fetter. Darum. Fetter. Kriegst ja, du den nicht zu fett, dass ich den wegschmeiß. Oh. Kann man die hier heben? Nein, ist doch zu schwer. Wow, was für eine Statue im Angriffsmodus. Was im Angriffsmodus? Ja, die da. Schau mal, die kippen jetzt da runter. Du musst nichts tun, eigentlich. Aber gut. Dann komm mal kurz mit. Ich halte das für eine ganz sensible Idee. Nein, eine ganz gute Idee, wenn du hier Schwefel setzt. Da, wo ich grün leuchte. Ja, drei Stück. Für dich. Ja, tu das, du hast Geld. Nein, nicht mehr. Ich habe ganz viel Wand gebaut. Was? Wo hast du noch Wände hingebaut? Ja, da, wo noch Platz war. Von dem oberen Weg aus war noch ein Haufen Wandplatz. Von dem Weg, der am schnellsten zum Spalt kommt, was also am wichtigsten ist. Oh, du baust es hier oben Zeug. Naja, meinetwegen. Wenn ich einen Haufen Kohle hätte, würde ich hier auch 5 Bodenflammer bauen. Ich habe aber keinen Haufen Kohle. Musst du Witch werden? Ich zerlege einen Erdfürsten aus der Entfernung. Das Einzige, was ich mich hier traue. Oh, oh nein! Schick mir keine Energiekugel hinterher, du Arsch! Ich hasse dich. Und dich auch. Übrigens sehe ich hier noch ein paar Wände, wo du gerne Säure bauen könntest. Mein Plan ist perfekt. Auf der Nordseite sozusagen. Hallo. Oh, da ist eine Münze. Oh, in der Tat. Lass dir auch einen sammeln. Ich erlaube es ausnahmsweise mal. Wie viele waren das jetzt? Brenn! Brenn! Steine sind ein Problem. Sind sie? Habe ich den Eindruck. Ja, bei ihm war es auch ein Stein-Game Over. Ach, und eigentlich war es der Haupt. Goblin-Schamane, der durchgelaufen ist zwischen den Steinen, aber die Steine waren ein Problem. Ja, das nennt man kreativ. Oh Mann. Ja. Die sind alle gefallen. Okay, siehst du diese Wände? Eine noch. Zur Wände. Was, hier am Haupteingang? Naja, hier laufen die Leute von der einen Tür laufen alle hier lang, die von der Tür laufen alle hier durch und hier laufen die von zwei Türen sozusagen. Ja, und die laufen alle, naja. Hier durch, ja richtig. Wo alles voll gegiftet ist. Hier ist eigentlich schon alles soweit fertig. Also wenn die da keine Vergiftung kriegen, dann wohl sie ja nicht. Mei, also irgendwie, ja. Dann also eigentlich habe ich mehr Angst weiter. Von denen von der Tür, weil die nicht so weit laufen. Ja, wenn du willst, dann baue ich da oben mal so ein bisschen noch. Ich wäre soweit. Ich habe die Knolle ausgetrickst. Na, Jungs. Zumindest kurz! Oh, die droppen teures unter. Droppen die zu 100% Münzen, wenn ich die in die Wand schmeiße? Oder warum genau kam da jetzt wirklich beide eine? Ich schätze eher, dass es ein Zufall ist. Bitte hinten anstellen. Neuer Lebkuchen, wo bist du? Kann ich den auch reindrücken? Ja, kann ich sogar. einfach Gegner schnappen und mitnehmen.
Das wird blöd enden. Ha. Ich muss gestehen, bisher kommt mir das sehr angenehm vor hier. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre eine schwere Map. Haben wir eine Münze rausbekommen. Kann man den Knoll hier gar nicht auch nehmen? Ja, kann ich. Rein mit dir. Nom. So viele schöne Tode hintereinander. Den nimmt er so einfach. Ja, nehme ich einfach mit. Denk mir, ist meiner. Das ist ein neues Haustier. Reichen dir die ganzen Katzen nicht. Oh, Knollgrenadier. Ein schönes Stück aus meiner Sammlung. Ja, ein Knoll ist doch ein gutes Haustier, oder? Ich weiß nicht so recht. Kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Hey, wenn der Troll überlebt, möchte ich ihn übernehmen. Lauf durch, Troll! Letzter Gegner auf der Map. Oh, er hat es echt überlebt, wenn er jetzt nicht verbrennt. Er hat es geschafft. Ole. Ich frage mich nur, warum ist das. Ist der kleine Stein schon tot? Oder ist der irgendwo anders hingelaufen? Das war interessant. Ich weiß ja nicht. Eine entzückende Mordserie. Ich weiß nur, dass der Gegner sich dich noch da reinschmeißen will. Ja, kümmere dich drum. Dein Job. Ah, geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Oh Mist. Ich bin schnell genug gestorben. Okay, gut, auf einmal neben mir ein Explosiver, der mich dann jetzt gewonnen. Als oh, Scheiße. Geld. Oh, ich wurde gerade von hinten überrascht. Ziemlich asozialer Move. Und die Barrikade ist halb kaputt. Das ist auch nicht so schön. Gut, dass wir da einen Troll haben. Und achte mal, ist irgendein Grenadier. Hört ihr uns? Geil. Ja. Die mag ich gern. Klar, die laufen ja da rein. Nur noch ein Frosty. Ein Frosty. Ja, es dauert mir zu lang, wenn ich das komplett ausspreche, wie der heißt. Jetzt könntest du wieder Part wechseln, oder? Nee, noch nicht ganz. Aber fast. Eine harte, aber gerechte Lektion. Welle 25, das war übrigens die letzte G-Welle. Ab jetzt ist Non-Stop-Action. Warum bin ich denn jetzt wieder bei 3 von 50 Schergen? Wie funktioniert dieses System? Man hält über die ganze Zeit an, also kann das Spiel nicht abgeschmiert sein. Wir sind auf jeden Fall noch in Part 1, richtig? 2 meine ich. Ja. Ich frage mich, ob wir 4 Parts brauchen. Und so, wie lange die Wellen dauern. Naja, wir haben jetzt in 45 Minuten 25 geschafft. Es fehlen noch 15. Ja, ich würde sagen, 3 Parts reichen da schon. Wenn du den jetzt hier nochmal 5 Minuten länger machst, der erste war ja auch ein bisschen länger. Wir wollen ja hier kein Endlos-LP machen. Auch wenn wir Endlos-Maps spielen. Doch. Dann musst du 19,5 Minuten Parts machen. Dann geht's schon. LP ein bisschen länger. Es ist ein bisschen anstrengend, weil man hier so viel selber töten muss. Aber es geht. Muss man? Ich dachte, mein Zeug tötet alle. Übrigens, da ist Geld. Und Geld. Oh, geil. Ja, da ist so ein scheiß Schamane. Ich hoffe, ihr steht. Schaut ganz gut aus. Mal schauen, ob ich dann anfange, Attrappen zu bauen oder ob es sich noch nicht lohnt. Weiß ich nicht. Brauchen wir überhaupt Attrappen? Zu schätzen. Na, ich werde auf jeden Fall welche bauen. Es geht nur darum, die Gegner aufzuhalten, damit du mehr Zeit hast, sie zu töten. Oder deine Fallen. Ich soll ja von selber sterben.
Ja, aber die Zeit reicht halt nicht. Weißt du? So schnell durch. Wir sollen einfach so viele Pilze haben, dass alle durch Pilze sterben. Pilztod ist kein Ehrentod. Ich bin nur wurscht, ob die Ehrenvoll sterben. Die sollen sterben. Mehr gibt's hier gar nicht. Ich habe übrigens schon 125.000 Kills und ich glaube, ich werde die 130.000 knacken nach dem Level. Ich frage mich, wie weit das noch geht. Aber das LP ist ja bald vorbei. Es sind ja noch 7 Endlos-Maps, glaube ich, oder 8, eins von beiden. Ja, aber ist es einfach, zu Ende nach den Endlos-Maps, oder wie? Ja, soweit ich mich erinnere. Nein, das war nicht mein Plan. Was planst du denn, Schönes? Das sollst du eigentlich wissen. Irgendwas wolltest du noch machen, ich habe auch keine Ahnung, was genau. Du wolltest die klassischen Level auf Albtraum schaffen. Ich persönlich wollte eigentlich nur noch die DLC-Maps auf 5 Schädel bringen. Das wolltest du, aber auf Kriegsmagierstufen. Albtraum hatte ich eigentlich nicht vor. Zumindest nicht für die DLCs und eigentlich auch nicht für die klassischen Maps. Beziehungsweise, ich habe kein Problem damit, die klassischen Level auf Albtraum auszuprobieren. Aber ich habe nicht wirklich Lust, die mehrfach zu machen, falls wir es nicht auf Anhieb mit 5 Schädeln schaffen. Darum geht's mir. Ach. Unter Umständen schaffen wir das auch so, wenn wir uns sie erstmal angucken und dann eine Strategie ausdenken. Aber du willst endlich eigene Strategien benutzen, das fände ich cool. Ich muss übrigens gestehen, für Unchained habe ich bisher noch keinen Guide angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob es welche gibt. Am besten wir suchen einfach nie danach. Aber in Unchained ist es irgendwie auch, keine Ahnung, eindeutiger, was man tun muss. Da sind die Maps nicht so offen, glaube ich. Habe ich den Eindruck. Ach ja, und keine Himmelsgegner hilft natürlich auch ein bisschen. Dein Charakter hat gerade in mein linkes Ohr geflüstert. Und zwar wirklich komplett links, weil du links warst. Rechts war gar nichts. Geflüstert, okay. Jetzt steht da ja, irgendwas Sieger... von wegen, wie super gut sie ist. Mit ihrer Strategie. Sieger einschergen. Warum denn? Oder. Was ist dein Scherge? Ich verstehe nicht, warum sich die Werte an Schergen, die ich besiegt habe, immer ändern. Ist ja auch keine Zeitbegrenzung oder so. Die muss ja eigentlich, sollte die ja nur steigen, aber anscheinend. Jetzt kann ich 6 Orks auf einmal rösten. Anscheinend nicht. Oh, ein Bergtroll. Der ist fertig. Wie sieht's mit der Community Quest aus? Ich bin dafür, dass du dann jetzt einen Partwechsel mal machst. Bin ich ein Stückchen weiter oben? Oh ja, das wäre eine Idee. Wir werden nicht vergessen, ciao. Ciao.